Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aaron weiß das gegen die schönste YouTuberin schlechthin auf Instagram. Keine ist schöner außer Miss Bella und ganz viele andere, aber Zoe ist da! Kennst du die Regeln? Nee. Dann kommen sie hier nochmal. Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Weil unser Wer wird Millionär-Legendenkandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Und hier die Regeln. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's! So, Frage Nummer 1. Und ich werde jetzt schon, die kann keiner von euch beantworten. Wie lautete der Spitzname des italo-amerikanischen Mafia-Bosses John Gotti? El Capone. Falsch. Also Punkt für Zoe. Es wäre Teflon Don gewesen. Wisst ihr auch warum? Weil er Teflon war. Nein, weil die Anzeigen an ihn abgeprallt sind wie an einer Teflonpfanne. Welche Zeitung fiel 1983 mit den vermeintlichen Hitler-Tagebüchern auf eine Fälschung ein? Spiegel. Falsch. Punkt für Zoe. Kacke. Pass und sag Stern. Vertrau mir. Nee. Vertrau mir. Vertrau ich nicht. Vertrau mir so. 5, 4, 3, 2. Eins, es wäre der Stern gewesen. Lass dich mal meine Arme rückwärts. Frage Nummer 3. Apropos Hitler. Warum lacht ihr denn? Wir sind bei Krass-Klassenfahrt, da geht das immer. Welche Droge wurde zur NS-Zeit unter dem Namen Pervitin als Wachhaltemittel an Soldaten verteilt? Morphin? Falsch. Punkt für Aaron. Ah, oh, dieses Wachputschmittel, das war für die, die nicht genug Geld für Kokain haben. Was nimmst du immer, Keanu? 2. LSD. Falsch. Punkt für Soli. Was war's denn? Frage ist zu, es wäre Crystal Meth gewesen. What? Grüße an Walter White. Apropos Crystal Meth. Ich liebe diese Überleitungen. Welcher Grünen-Politiker wurde 2016 mit 0,6 Gramm Crystal Meth bei einer Polizeikontrolle erwischt? Alle. Das war Volker Beck. Frage Nummer 5. Eine kleine Supermarktfiliale aus Bußdorf in Schleswig-Holstein macht gerade aufgrund ihrer kuriosen Arbeitskleidung Schlagzeilen. Chef, und das ist kein Witz, Hansi Fick, lässt auf die Shirts der beste Fick im Norden drucken. Welcher Kette gehört denn der Markt an? Oh, es kann entweder nur Edeka oder Rewe sein, weil die frei sind. Die anderen sind alle von der Zentrale gesteuert. Ach Leute, ey, das macht ja keinen Spaß. Dann ist die Frage zu. Es wäre Edeka gewesen. Wie alt ist denn Alessio Lombardi? Oh, ich glaube, der ist 6 Jahre alt. Falsch. Fuck. Punkt für Zoe. Sag 7. Vertrau mir. Sag 5. Richtig. Zweiter Punkt für Zoe. Apropos kleiner Bubi. Wie alt ist denn der österreichische Bundeskanzler, Sebastian Kurz? 36, 37, 38, unter 40. Dann ist die Frage 36. Zu. Er wäre 34. Ah, fast. Ist 34, nicht wäre gewesen, das wäre er tot. Frage Nummer 8. Welches Symbol ist im Logo der Tankstelle Shell zu sehen? Muschel. Richtig. Ich habe mal gearbeitet als Tankwart. Ich war da der Tankwart, so der Assi, 10 Stunden Schicht und habe so 200 Euro verdient und da habe ich mal so die Leute getankt. Und dann kam so ein Papa mit seiner Familie im Cabrio und die kleinen Kinder haben so geguckt, oh, was macht der Mann da? Und dann hat er mir so 5 Euro Trinkgeld gegeben, ist ins Auto geschickt und hat zu seinen Kindern gesagt, wenn ihr in der Schule nicht aufpasst, müsst ihr den Job machen. Hat er mich gezeigt. Apropos Krass-Klassenfahrt. Welches Unternehmen hatte denn das erste Patent auf Viagra? Haben die es immer noch? Die hat es doch reich gemacht, oder? Und jetzt haben sie einen Impfstoff gemacht. Pfizer. Richtig. Terminator, Titanic und Avatar sind erfolgreiche Blockbuster von welchem Regisseur? James Cameron. Richtig. Aus welcher Epoche stammt denn die Mona Lisa von Da Vinci? Falsch. Punkt für Aaron. Dann 6-6 nehme ich mit zur Schätzfrage. Ist gar kein Problem. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sagte welcher Politiker? Ludwig Erhard. Falsch. Punkt für Zoe. Zoe? Ich weiß nicht. Es war Walter Ulbricht. Okay. Jetzt nehmt euch bitte jeder eine Tafel. Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! Wie viele Punkte setzt du, Zoe? Du hast es noch nicht gezeigt. Ich glaube, ich mache nur 3. Gut, dann so umdrehen, dass der andere nicht auf euer Brettchen gucken kann. Wie viele Flügelschläge vollführt ein Kolibri pro Sekunde? Ich habe da mal irgendwas als Kind gelernt. Umdrehen. 1000 zu 567. Und ein Kolibri schlägt die Flügel pro Sekunde 90 Mal zusammen.
Boah, wie weit sind die? Bin halt näher dran. Zoe hat gewonnen. Erst ging Nona-Kanal und jetzt ging Zoe. Toll. Hey, wenn es euch gefallen hat, folgt Nona, Zoe auf Instagram. Toll, tschüss. Ciao, ciao. Frage Nummer 3. Welche ist die offizielle Amtssprache in Brasilien? Portugiesisch. Nona war schnell. Ja, die ist doch, die kommt doch aus Brasilien. Bist du nicht Brasilianerin? Ja. Frage Nummer 4. Was versteht